Lieber Mike, servus, liebe Zuschauer, grüß euch zum Salongespräch. Thomas, wie immer an der Stelle, herzlich willkommen, freue mich, dass du hier bist und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Ja, Mike, die Zuschauer haben das jetzt nicht wirklich gewusst. Wir hatten letzte Woche einen Tag vorher die Aufzeichnung und heute wieder Donnerstag, weil du letzte Woche, du wirst vielleicht kurz berichten, in Österreich ja, tatsächlich gerne. Warst. Ja. Gerne, ja, ich war frecherweise in Österreich. Da hat mich ein lieber Mensch eingeladen, der sich über das Salongespräch erkundigt hat, ob ich Seminare gebe, was er dann auch festgestellt hat. Reden wir weiter, ich mache mal schon zu hier. Ja, da sind Geister drin. Die Tür öffnet gute sich Geister. Hier von alleine. Ja, da kam der gute Geist. So, hier fangen wir nicht neu an. Genau, lass uns weitermachen. Und dann habe ich das, wie gesagt, auch gemacht jetzt. Ja, und kann dabei nochmal betonen, dass ich das sehr interessant für mich fand, weil normalerweise, wenn ich ein Seminar gebe, dann hat das ja auch mit meiner Lehre zu tun, die ich selber studiere und weiter unterrichte, Tai Chi, Qigong etc. Aber es geht natürlich bei mir auch immer noch um den geistigen Aspekt der Souveränität, des Weiterentwickeln. Was wir hier ja auch, deswegen kam er auf dich wegen des Salongesprächs. Genau, genau, ja. Und in dem Fall ging es jetzt nicht um Tai Chi vordergründig, sondern es ging um den Aspekt der Souveränität. Mal aus den Tagesgedanken, die man ja in dem rationalen Geschehen jeden Tag mit sich rumträgt, rauszugehen. Und ich fand das aus dem Grunde interessant, weil dieser Mensch ein Unternehmer ist und auch erfolgreich in dem, was er tut und letztlich jetzt nicht nötig hätte, seinen Mitarbeitern da irgendwie sowas zu offerieren. Er selber ist aus meiner Sicht sehr weit geistig, durchblickt die Dinge überregional, schaut sich die Welt auch aus der Perspektive der höheren Sicht an, aber er wollte einfach für seine Mitarbeiter mal eine Möglichkeit geben, wie gesagt, aus dem Tagesgedanken rauszukommen und sich mit Dingen zu befassen, die wir ja auch teilweise im Salongespräch anführen. Und das war sehr interessant, die Menschen waren sehr freundlich, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ja, habe gemerkt, dass da auch der eine oder andere schon von sich aus d'accord ist mit vielen von dem, was ich da von mir gegeben habe. Also du warst jetzt da nicht vor vollkommen Unbeleckten sozusagen, ja? Ja, die gar nicht wussten, was mit ihnen passiert. Genau, sondern, genau. Ja, ja. Aber nicht eben mit Menschen, die zu einem Seminar bewusst kommen. Das ist ein Unterschied. Ja? Das, dann hast du eine Da muss man halt zum Jagen getragen werden. Genau, da hast du eine Vorstellung, da willst du zu jemand gehen, da willst du hören, was er sagt. Und ich war jetzt für diese Menschen erstmal fremd. Ja, ja. Völlig verständlich. Und du weißt ja, es geht ja auch nicht darum, jemanden zu beeinflussen, sondern einfach zu animieren. Und dann gab es auch den einen oder anderen, wo ich gemerkt habe, da sind Denkmuster drin, die widersprechen nicht allem, was ich sage. Das war überhaupt nicht da, aber teilweise. Mhm. Und was ja auch wieder gut ist, das regt ja dann so eine Konversation Darum geht's ja. an. Mhm. Und im Allgemeinen kann ich nur sagen, nochmal auch an die Menschen, die jetzt vielleicht aus dem Seminar das Video sehen oder auch der Mensch, der das initiiert hat, nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Und ich finde es hervorragend, dass Menschen überhaupt auf die Idee kommen, die schon erfolgreich im Berufsleben sind, dass sie so etwas offerieren, dass sie sagen, komm, ich möchte hier einfach mal mit meinen Mitarbeitern ein paar Stunden zusammen verbringen, wo wir mal versuchen, aus dem gesamten Irrsinn des Tagesgeschehen so auszubrechen und mal aus einer anderen Sicht die Dinge betrachten. Finde ich super, hätte ich jetzt auch noch so angemerkt, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, war natürlich während der Arbeitszeit, also für die Mitarbeiter jetzt nicht extra am Wochenende oder irgendwas. Nee, es war ein Donnerstag. Und er hat dann noch, wie du mir erzählt hast, dann dazu raus noch dann ein kleines Zusammentreffen gemacht. Ja, er hat das verbunden mit einer Jahresfeier. Abends gab es dann noch Essen, Trinken. Und es war eine sehr entspannte, lockere Atmosphäre. Finde ich toll, weil das müsste er nicht tun. Nein. Und er sieht den Vorteil. Und was mir richtig gut gefällt, ist, er könnte es gar nicht machen, wenn er nicht erfolgreich wäre. Ja, das muss man auch noch sagen. Ja. Ich muss dazu diesen Luxus sozusagen. Muss dazu auch fairerweise sagen, er hat einen Bruder, also er macht das nicht allein, wir machen das zusammen. Aber trotzdem, er war der Initiator. Mhm. Sein Bruder hat das aber mitgetragen. Also der hat sich nicht dagegen gewehrt, sondern war sozusagen mit d'accord. Also nochmal an der Stelle kann ich nur sagen,
schön, dass es sowas gibt. Und ich gehe auch davon aus, das wird nicht der einzige Mensch in der Welt sein, der sowas macht. Ja? Und das stützt uns alle ja. Mhm. Wenn Menschen auf der Basis anfangen, miteinander, füreinander da zu sein. Und ich habe auch gespürt, dieses ganze Unternehmen, die Mitarbeiter, die hatten alle aus meiner Sicht eine Ausstrahlung, wo ich das Gefühl hatte, die sind da gerne und sie sind in einer Win-Win-Situation. So war mein Gefühl. Besser kann es natürlich nicht sein für einen Unternehmer. Das ist auch unternehmerisch richtig gut gedacht. Ja, klar, ja? Natürlich. Ja. Daran anknüpfen kann ich noch sagen, ich habe gestern in der Direktübertragung das gezeigt, es gab da eine Stellenausschreibung von einem Steuerberater, so Stichwort hilft uns allen, ja. Mhm. Der hier eine Bürokraft gesucht hat, Steuerfach. Warte mal ganz kurz noch was. Ich glaube, hier draußen machen lieber ist, zu, ist oder? Der Gärtner am, der, am Werk. Der saugt hier irgendwie das Laub weg oder was? Wir machen hier mal zu. Ja. Störgeräusche werden beseitigt. Danke. Suchte halt eine Bürokraft mit Post machen und halt das Steuerberater-Tätigkeit. Und bevorzugt nicht medizinisch behandelt. Mhm. Weil Widerstand, nachgedacht, eigenverantwortlich, sowas schätzen wir. Mhm. Ja? Also ausgesprochen, was ich auch... Also mir hat es gut getan, allein es zu lesen, muss ich sagen, dass jemand auch das öffentlich in der Zeitung, das war eine Zeitungsanzeige oder online, auf jeden Fall mit Name, Anschrift und allem. Was du sagst, kann ich einfach nur, dem kann ich nur beipflichten, denn wenn wir jetzt mal, oder wenn wir einfach mal schauen, wie viele Botschaften wir täglich empfangen, wenn wir nur den Mainstream hören oder sehen, was wir ja beide nicht mehr in dem Maße tun, aber du kommst nicht drum herum, es wird ja nur Angst und Schrecken verbreitet. Mhm. Und teilweise auch in den alternativen Berichterstattungen, die wir haben, wird viel davon gesprochen. Vorsicht hier, Vorsicht da und das kommt auf uns zu, das kommt auf uns zu. Das will ich jetzt nicht bewerten in gut oder schlecht, dass jemand das tut oder nicht tut. Wenn es aus dem Mainstream kommt, dann ist es für mich in der Regel klar. Hat mehr und da wollen wir auch kurz nochmal drüber sprechen. Es soll immer das Angstthema hochgehalten werden. Und wenn du dann so etwas erfährst, was ich jetzt erfahren habe, zum Beispiel mit dem Seminar, ja, oder an anderen Stellen, wie du es jetzt erwähnst, das sind die Botschaften, die wir auch brauchen. Genau. Dass wir mitbekommen, dass da draußen längst schon Dinge passieren, von denen wir eben noch nicht so viel sehen, wahrnehmen, aber Menschen schon anfangen, daran zu arbeiten. Und das meine ich mit Souveränität. Dass schon viel mehr Menschen souverän werden, dieses System verneinen, an bestimmten Stellen nicht mehr den normalen Weg gehen und versuchen, so weit wie möglich in autarke Kommunikation zu gehen. Ja? Communication und Vernetzung. Und auch ein eigenes, wie soll man sagen, also Parallelgesellschaft ist so schlecht besetzt, das Wort negativ ein bisschen, aber es ist... wie eine Kommune, ja. Ja, aber schon ein bisschen abgekoppelt. Ja, Nicht das alte Denken der Kommune. Genau. Sondern genau. Mehr und mehr miteinander verbunden die Dinge tun. Das geschieht in der Welt, wenn ich sage in der Welt, meine ich die Welt. Und nicht nur unsere Region, in der wir uns jetzt befinden. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und wenn du es dann am eigenen Leibe mit erfährst, nicht nur durch eine Nachricht, dann hat das natürlich noch mehr Wirkung. Vielleicht eine kleine Geschichte am Rande. Ja? Bitte. Ich bin an dem Abend noch, als ich ankam, sehr nett bewirtet worden in einem Restaurant neben dem Hotel, in dem ich da übernachtet habe. Und da war ein Tisch, nicht weit von mir entfernt. Die Terrasse war schon relativ leer. Und an dem Tisch saßen noch so 6, 7 ältere Herren. Konservativ gekleidet, sehr freundlich, haben mich begrüßt, als ich reingegangen bin und haben da ihre Gespräche geführt. Und ich habe nicht weit gesessen, also hörst du das eine oder andere. Kannst du nicht umhin, ja? Ich habe so vom Oberton mitbekommen, es ging um Immobilien, Landwirtschaft und Immobilien in der Stadt. Und irgendwann kam das Thema auf Nachrichten, ja, Informationen. Und dann fing einer der Herren an zu sagen, ja, also Nachrichten schaue ich schon lange nicht mehr. Diese ganze Lügengeschichten, die da erzählt werden und das Angstgetummel, das geht an mir vorbei. Dann haben die anderen zustimmend genickt, gesprochen und dann kam der Nächste, der hat gesagt, naja, in der Politik ist es ja nicht anders, die gehören doch alle eingesperrt.
Und das war eine allgemeine Zustimmung an dem Tisch. Was ich damit sage, ist wieder eine Erfahrung für mich, dass du Menschen siehst, die du vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so einschätzen würdest, weil denen schien es finanziell gut zu gehen, also diesem System vielleicht jetzt nicht unbedingt abgeneigt zu sein, aber es war nicht der Fall. Ja? Mhm. Die waren dem System schon auf der Spur. Es ist auch das Gefühl, liebe Zuschauer, und das kann ich nur für mich sprechen, vielleicht kann der eine oder andere was daraus entnehmen oder da irgendwas mitnehmen. Ich habe das immer, und nach wie vor, das passiert mir immer noch, das ist ein gutes Gefühl, einfach immer wieder festzustellen, wir sind hier nicht allein. Genau. Das ja, ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt in jeder Ecke und mittlerweile wirklich von der Welt, da komme ich jetzt auch gleich drauf, wirklich, auch wenn ich von Demos höre oder Initiativen oder hier jetzt gibt es zum Beispiel die Idee, eine Blutbank für Leute, die jetzt nicht zum Arzt gegangen sind, zu eröffnen, ja, um da einen eigenen Kreislauf irgendwie herzustellen und so weiter. Also es tut sich einiges, auch Ärzte kommen immer mehr aus der Deckung. Ja, genau. Und da würde ich jetzt gleich anknüpfen. Wie erlebst du das, wie siehst du das, Mike? Ich sehe das noch nicht, kann da noch nichts so richtig daraus erkennen. Was ich meine, es sind die doch jetzt in vielen Ländern aufkommenden Proteste, teilweise schon wirklich, also ich kann mal aufzählen, Italien, Spanien, Sri Lanka, ganz schlimm, aber auch Moldawien, Kasachstan war schon wieder, glaube ich, dann Brasilien ist auch Unruhe, also jetzt nicht, dass das Land jetzt im Flammen steht. Da brodelt aber schon die ganze Zeit. Ja, okay, das ist da schon fast normal, aber dass es da brodelt oder ist es wieder so ein Kartoffelfeuer, wo ich sage, ja, mein Gott, morgen werden sie wieder beruhigt mit irgendwas oder abgelenkt oder keine Ahnung und dann sind die wieder von der Straße runter. Ja, also schon vermehrt jetzt. Also zweierlei dazu. Ja. Das Erste, dass das passiert, kriege ich natürlich auch mit. Und dass das mit der Zeitqualität zu tun hat und den Dingen, die um uns herum geschehen, davon gehe ich natürlich sehr stark aus, ganz klar. Dass das abebbt, glaube ich nicht. Niederlande natürlich noch, das habe ich jetzt vergessen. Ja, es wird ja alles dazu beigetragen, dass es nicht abebbt. Ja. Weil alles, was wir aus der Politik und aus dem Medien... Die nehmen den Dampf nicht raus. Gell? Genau, das unterstützt ja wieder die These, dass ich sage, das ist ein gewollter Umbau. Die nehmen den Druck nicht raus, richtig. Ja. Das ist ein gewollter Umbau und der Druck von Angst lässt doch nicht nach. Du siehst doch, also ich gebe mal ein simples Beispiel. Wenn man ständig wieder hört, ja, jetzt kommen die tödlichen Temperaturen. Die haben sie jetzt schon ein paar Mal angesagt, die sind aber nicht gekommen. Der Wetterdienst sagt, wir wissen davon nichts. Dann war da mal ein Tag vielleicht wirklich 35 Grad oder 36 Grad. Das ist aber nichts Außergewöhnliches, auch für unsere Region im Hochsommer hat man sowas. Und aber trotzdem, wird ja immer wieder gestreut. Es hat also auch mit diesen banalen Informationen, wie wir haben jetzt nächste Woche die Mördertemperaturen, wo Menschen wahrscheinlich wieder sterben dran. Das sind ja alles Punkte, auch wenn sie banaler sind, als jetzt zu sagen, wir haben nächste Woche nichts mehr zu essen. Ja? Das sind Angstfaktoren, die kontinuierlich gestreut werden. Du beschäftigst dich damit. Ja. Und dann siehst du im Mainstream gestreut, wie schlecht es uns geht und dass wir alle die Taschen enger schnallen müssen und auf unser Erspartes achten sollen, zurückhalten. Zurücklegen auch für die Energiekosten und so weiter. Weil das und das alles auf uns zukommt. Und die Darlegung dessen, was wir draußen sehen, unterstützen das ja. Das Wetter tut's nicht in dem Sinne. Ja? Aber die Maßnahmen, die sie uns hier auferlegen, die tun das. Dass die Preise steigen, dass das Öl scheinbar nicht da ist im ausreichenden Maß, obwohl am Markt so viel Öl ist, dass die Preise fallen. Und wenn Gas übrigens auch, Gaspreise. Ja, und wenn ein aufmerksamer Mensch seine Sichtweise mal rekapituliert der letzten Jahre, dann wird er doch feststellen, dass immer dann, wenn am Markt es hieß, der Ölpreis wird teurer oder ist teurer an der Börse, dann hast du Sekunden später die Preissteigerung an der Tankstelle. Genau. Wenn du aber hörst, die Preise fallen an der Börse, dann wartest du Jahre, dass es endlich mal anfängt, auch sich an den Tankstellen niederzuschlagen. Ja, das sind alles Indizien, Hinweise, die so offensichtlich sind, dass man jetzt, wie du sagst, zum Beispiel entspannt da sitzt und nickst und sagst, es ist so. Aber es ist doch eigentlich gravierend.
Es ist doch substanziell für unsere Wahrnehmung zu sagen, sage mal, was machen die mit uns? Die führen uns vor, wie sie wollen, und wir sitzen da und nicken und sagen, ja, so ist es eben. Richtig, ja, das sagen auch viele. Ja. So ist momentan, glaube ich, bei den Leuten immer noch die Einstellung. Ja, Bei einem Teil. Ja, bei einem Teil. Ja, ich habe ein Interview gesehen mit einer Straßenumfrage mit zwei 60-jährigen Damen in Deutschland irgendwo. Die wurden gefragt, ja, was halten Sie davon mit Energiesparen, Heizung runter, Duschen weniger und so weiter. Und die meinten, ja, wenn das angeordnet wird und sein muss, dann wird das gemacht. Ja, so ist knallhart, ja. Das ist das unterwürfige, antrainierte im deutschen Denken. Genau. Ja? Und das hast du in anderen Ländern nicht in diesem extremen Maße. Da gibt es denn schon den einen oder anderen, der sagt, ja, sind die alle irre, aber ich kann eh nichts machen. Das ist denn diese Aussage, die wir auch kennen. Was kann ich schon dagegen tun? Genau. Also man macht sich selber unmächtig. Unmächtig, was bedeutet das? Keine Macht. Souveränität ist genau das Gegenteil. Mhm. Souveränität erzeugt in dir die Wahrnehmung, dass du nicht ohnmächtig bist. Genau. Ja? Kannst entscheiden. Genau, das ist das Gegenteil davon. Mhm. Also klar, haben wir schon tausendmal thematisiert, wenn du in eine Welt geboren wirst, von Kindheit an diese Welt durchlebst und diese Dinge alle mitbekommst, dann hast du das im Kindesalter noch nicht realisiert, was da geschieht, aber du wirst älter, dann hast du dein erstes Auto, dann tankst du auch mal und irgendwann bist du in dem ganzen Geschehen drin, das Tanken ist nur ein Beispiel, irgendwann hast du dann das Gefühl, ja, so ist es eben. Ach, meine Oma hat schon gesagt, was kann ich schon dagegen machen, mein Papa, meine Mama, in der Schule sagen sie das, im Fernsehen sagen sie das, also sage ich es jetzt auch. Und ich bin der Unmächtige, der in einem System im Hamsterrad lebt und nicht seine eigene Souveränität hinterfragt. Und dann, klar ist der Aspekt da, dass es heißen muss, du brauchst ja immer, wenn du Menschen an der Stange halten willst, dann musst du ihnen etwas bieten, wo sie greifen wollen, wo sie hinwollen. Und das ist dann in der Welt, in der wir leben, das Materielle, dass ich brauche das, ich will das, ich will das. Und dann siehst du Menschen, die haben da von einem Überfluss. Und dann wird dir erzählt, das kannst du auch. Du musst nur so clever sein wie der. Du musst nur den und den Weg gehen wie der. Und dann und dann. Und dann versuchst du das und dann läuft das nicht. Mhm. Ja, weil du nicht die richtigen Menschen um dich herum hast, die dich protegieren unter Umständen, weil du nicht mit denen unter einer Decke steckst oder Familienmitglied bist. Und in den Zeiten vor Jahrzehnten war das wirklich noch so, da hatten Menschen mehr Chancen in ihrem alltäglichen Leben mit kleinen Betrieben, die sie selber aufbauen, Familienbetriebe, ja, vielleicht 2, 3 Menschen, die da gemeinsam arbeiten. Eine Werkstatt, ein Bäcker, ein Krämerladen. Supermarkt, genau, also damals noch Tante-Emma-Laden. So. Ja, Aldi, das war ein Tante-Emma-Laden. Und daraus konntest du dann eine Vielfalt von Menschen haben, die selbstständig waren, autark, souverän in sich. Und als dann die Großen, die viel Geld sowieso schon hatten aus dem Familieneigentum oder die Zentralbanken besitzen, die kaufen dann diese ganzen kleinen Läden auf und machen Supermärkte. Dann sind nachher die 4 Konzerne in Deutschland. Ja. Dann sind nachher die vorher souverän ihren Laden hatten, an der Kasse und arbeiten. Abhängig angestellt. Verstehst genau. du? Mhm. Ja, das muss nicht 1:1 sein, dass ein Krämer jetzt auf einmal da arbeitet. Der kann auch dann bei Siemens arbeiten. Aber der entscheidende Punkt ist, dass das Abschöpfen der breiten Masse bei immer weniger Menschen, die das für sich in Anspruch nehmen konnten, gelandet ist, in Form von Konzernunternehmen, die man uns verkauft als Aktiengesellschaften, wo es dann heißt, ja, die Aktionäre. Natürlich sind da Aktionäre, aber die kleinen Aktionäre, die verdienen auch nichts. Ja, die haben da ihre Spargrößen drin. Die Großaktionäre und die noch da drüber stehen, die machen das große Geld. Und die sind auch die Bescheid wissen, was da wirklich hinter dem Konzern läuft. Da siehst du, wenn du dir die Wirtschaft jetzt anschaust, wie dieses Spiel an der Börse hoch und runter geht. Ja? Das ist doch alles manipuliert. Jetzt haben wir einen Dollar und einen Euro-Kurs, wo der Dollar zur D-Mark fast identisch ist. Zum Euro. Mhm. Sorry. D-Mark wäre mir auch lieber, ja, aber nicht 1:1. War mein Hinterkopf. Also doch, 1:1 wäre gar nicht schlecht. War ja, mein Hinterkopf. D-Mark-Dollar, ja. Aber du hast recht, natürlich, Euro. So, diese ganzen Verhältnisse, die stimmen auch jetzt nicht.
Mhm. Weil wir schon längst in der Insolvenz eigentlich dieses Systems sind, der Gesellschaften, der Firmen. Es tritt nur jetzt zur Trage und wird uns anders verkauft. Es wird uns nicht so verkauft, dass die Insolvenzen schon längst da sind, schon Jahre. Mhm. Dass die Bankenrettung und dieser ganze Blödsinn sowieso alles manipulierter Kram ist. Mhm. Sondern man verkauft es uns jetzt mit den Dingen, die wir um uns herum wahrnehmen. Dazu gehört die Krankheit, die angebliche, die hier uns alle hingeraffen sollte. Und dazu gehört jetzt auch der Krieg in der Ukraine. Meiner Überzeugung nach ist das alles eine Timing-Frage. Mhm. Das heißt, der entscheidende Punkt, den wir hier beachten sollten, in der Kernessenz ist das, sich zu fragen, findet hier dieser Bühnenumbau statt oder findet der nicht statt? Das ist der erste Punkt. Wenn wir uns jetzt die Dinge betrachten, dann ist doch deutlich zu erkennen, dass hier ein Narrativ gekippt wird. Das heißt, alles das, was man uns vorher verkauft hat, was gut war, verkauft man uns jetzt als schlecht. Immer mehr den Wirtschaftspegel hochzuziehen. Wachstum. War doch jahrzehntelang der exportieren, Punkt. exportieren. Wenn es so nicht mehr läuft, dann ist doch die Wirtschaft schlecht. So hieß es doch bis jetzt. Genau. Jetzt erzählt man uns genau das Gegenteil. Man fängt uns an zu erzählen, sparen. Wir haben übertrieben. Also das alles, was man uns vorher als gut verkauft hat. Vollkommen richtig. Ja. So, daran erkennt man doch, es findet ein Umbau statt. Das ist Variante 1, mit der man sich beschäftigen sollte. Variante 2, die dazugehört ist, sich dann zu fragen, okay, wer ist denn für den Umbau, für das Narrativ des Umbaus zuständig? Sind es Kräfte, die uns Gutes wollen oder sind es Kräfte, die uns Negatives wollen? Genau, das ist immer wieder die Frage. Sind die Kräfte, die uns negativ kontrollieren, schon nicht mehr in der Lage, ihr Narrativ umzusetzen und werden schon blockiert von denen, die uns Gutes wollen? Das sind die Fragen, die kann man hinter den Kulissen jetzt stellen. Ja? Beantworten ist schwer. Wir können nur an den Dingen versuchen, die wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen, das, was wir draußen wirklich wahrnehmen, nicht was man uns erzählt, sondern was wir wahrnehmen. Nicht, dass man sagt, morgen ist es heiß und dann merkst du, es ist nicht heiß, dass du darauf hörst, was er sagt, sondern du stellst einfach fest, es war gar nicht heiß. Mhm, Oder man sagt dir, das und das geschieht, nach Zeitpunkt X werden nur noch Tote auf der Straße liegen, wenn sie nicht geimpft sind. Und dann machst du dich nicht verrückt, sondern du schaust und siehst, ist ja auch nicht passiert. Richtig. Mhm. Und dann erzählt man dir schon seit 2 Jahren, ja, im Winter wirst du wahrscheinlich ein paar Wochen frieren. Licht geht aus. Ist auch nicht passiert. Also du erkennst doch dann an Dingen, wo Angst geschürt wurde, bewusst oder unbewusst, ist es eingetreten oder nicht eingetreten. Das ist erstmal nur ein Fakt. Sich kann zu man fragen, ist immer es im Nachhinein überprüfen. Genau. Ja. Das ist das Ding. Das ist der Grundsatz dessen, was Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, nicht an ihren Worten. Egal, wen du gegenüber hast. Richtig, kann sie erzählen, was sie wollen. Wichtig ist, was dann wirklich passiert. So, und wenn wir uns jetzt vor Augen hatten, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für uns alle, was uns alle, die wir jetzt in dieser Welt leben, beschäftigen sollten, wenn wir nicht noch in dem Tiefschlaf sind und von dem ganzen Geschehen eigentlich gar nichts real mitbekommen. Ja. Nur die Illusion, die man uns verkauft. Denn wenn du dann ein Putin-Gegner bist von Hause aus, weil man dir ihn eben so darstellt und du nichts hinterfragst, dann ist er eben für dich der Böse. Mhm, und wenn ein Trump für dich nur dargestellt wird als Egoist und Egoman und rechtsradikal und was auch immer und du nur darauf hörst, dann ist das eben für dich so. Und wenn das heißt, ja, die Wirtschaft ist eben so und wir müssen jetzt mal kürzer treten, dann ist das eben so. Dann läufst du dem ganzen Ding immer hinterher als Schaf. Egal, wie gut du dich fühlst, das ist für dich deine Welt. So, wenn du das aber nicht mehr tust, wenn du anfängst, aus diesem Schema rauszutreten und zu sagen, du achtest jetzt nicht mehr nur darauf, was man dir da erzählt, sondern du machst dir jetzt deine eigenen Gedanken, du gehst zur Souveränität zurück, du schaust dir das Ding an, was auch immer dir da präsentiert wird,
und fängst an, dir deine eigenen Gedanken dazu zu formen und nimmst alternative Informationen auf, nicht als Wahrheit, sondern als Gegensatz, sodass du dann wie in einen Abwägen von Waage anfängst zu sehen, wo schaukelt sich das ein, was ist für mich logischer, was ist unlogischer. Das ist der Punkt der Souveränität, den wir alle brauchen und haben sollten, meiner Überzeugung nach. Und jetzt kannst du dich dann wieder fragen, okay, der Bühnenumbau findet also statt. Wir wissen jetzt im Moment noch nicht, wer ist der Initiator im Detail, aber es muss eine Agenda geben. Mhm. Und dann kann man doch jetzt versuchen, aus den Situationen, die sich zusammen zu einem Gesamtbild formen, zu sehen, was für ein Bild sehen wir denn? Also, wir sehen, dass da eine Krankheit 2 Jahre kommuniziert war, dass dadurch die Wirtschaft geschwächt war. Dass die Dinge, die man uns prognostiziert hat, in dem Rahmen nicht eingetreten sind. Also die Dinge, die vielen Menschen Angst gemacht haben, ist natürlich der Tod. Überregional. Egal, ob du wach bist oder nicht. Von Tod hat jeder Angst. In der Regel. Es sei denn, er ist auf einem geistigen Level, wo das nicht mehr der Fall ist. Mhm. Ja? Aber die meisten haben immer noch da ist das, stärkste Argument. Großen Respekt vor. Ja, genau. Und das wirkt. So. Das ist nicht eingetreten. Aber auch all die anderen Dinge sind nicht eingetreten, wie zum Beispiel eine Zwangsimpfung. Da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Eine allgemeine. Und die wird auch nie stattfinden, meiner Meinung nach. Das hatte ich damals schon gesagt. Das ist eine Gefühlssache in mir. Kein absolutes Wissen, weil ich bin kein Prophet. Ja. Aber es gibt gewisse Dinge, die passen nicht zusammen, wo ich sage, das kann nicht sein. Das läuft nicht. Aber es ist immer nur meine Wahrnehmung für mich. Und jetzt sehen wir die Welt also und sagen, okay, da ist das geschehen. Warum ist es denn in dieser Zeit geschehen? Gibt es dafür einen Grund? Mhm. Ist das zufällig geschehen? Mhm. Wenn man erstmal an dem Level ankommt, wo man sich selber klar macht, dass es keine Zufälle gibt, dass alles, was wir als Zufall sehen, nur ein Ergebnis von Ursache und Wirkung, die hintereinander, ineinander laufen, immer wieder einen Sinn ergeben, dass man dann erst im Nachhinein, wenn man den Sinn verstanden hat, erkennt, ach ja, ist ja gar kein Zufall. Warum war ich denn da oder hier oder dort? Warum habe ich denn das gemacht? Das sind Entscheidungen. Und warum habe ich den getroffen und nicht den getroffen? Na, der hat auch Entscheidungen getroffen. Und der andere hat andere Entscheidungen getroffen. Und warum ist das so oder so oder so? Warum hat er den Ball so geschossen und der andere so geschossen? Ja, das sind Dinge, die entscheidest du bewusst oder unbewusst durch deine Bewegung. Wenn du dich falsch bewegst, fliegt der Ball anders. Das ist alles Ursache-Wirkung. Mhm. Aber weil wir hier teilweise die Dinge nicht so bewusst beobachten, glauben wir, naja, ist ein Zufall, dass ich den Fuß so bewege. Mhm. Nein, ist kein Zufall. War eine Entscheidung, unbewusst. Das ganze Leben basiert auf Ursache und Wirkung. So wie das Universum die Ursache ist für alles Weitere. Mhm. Ohne Universum, du nicht, ich nicht, Stuhl nicht, die ganze Geschichte nicht. Ursache, Wirkung. Ja, wirklich, ja. Ja, okay. Ja, also zurück zu dem, was ich dir damit sagen möchte, ist, es gibt ein Timing anscheinend, was ich zumindest sehe. Finde ich interessant, ja. Mhm. Und dieses Timing sagt mir, zum Beispiel jetzt mal auf den Krieg bezogen, aber auch auf die Krankheit, aber jetzt nochmal zum Krieg zurück, der gerade in der Ukraine stattfindet. Die Logik, dass Putin da einmarschiert, die Basis, dass er das tut, ist doch schon lange gegeben. Es ist ja so lange auf ihn eingeprasselt, sowas wie von außen mitbekommen, dass er schon lange mit dem gleichen Argument hätte einkehren können. Richtig, 8 Jahre lang fast schon, ja. Was er jetzt macht. Ja. Jetzt kann man sich überlegen, hat er irgendwann da gesessen im Kreml und hat gesagt, so jetzt langt's mir, heute habe ich schlechte Laune, jetzt entscheide ich mal mit meinen Generälen, wir machen einen Schlachtplan und nächste Woche marschieren wir ein. Eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht, so sehe ich das auch. Sondern es sind Momente, die abgepasst werden, wo man etwas tut, wo es am besten passt. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Oder du hast eine Agenda, die schon viel länger einen Plan hervorgerufen hat, die abgearbeitet wird. Und das glaube ich viel eher. Ich glaube nicht, dass das hier um Spielball geht, der hat das gesagt, und jetzt entscheidet der sich so oder so oder so. Sondern das ist eine Agenda, die also, läuft. Mit anderen Worten, egal, also nicht vielleicht nicht komplett egal, aber das war relativ unbeeinflusst
von dem, was dann in den letzten ein, zwei Jahren, sage ich mal, passiert ist, sondern deine These unterstützt es auch, dass sowas geplant werden muss. Ja, ja, aber nicht also nur, dass er dort einmarschiert, das ist eine Sache. Dass er da einmarschiert, hat einen Sinn für mich erst dann, wenn man sieht, was kommt dabei raus. Was ist das Endziel bei dem? Worum geht es? Ja. Geht es darum, ein paar Menschen zu befreien? Geht es darum, Territorium zu besitzen? Geht es darum, in dieser Region irgendetwas zu untersuchen, was da nicht hingehört? Labore oder was auch immer. Es gibt auch die Geschichte mit den Gasfeldern, aber das glaube ich nicht. Ja, aber, du kannst mannigfaltig jetzt darüber nachdenken. Russland bräuchte aus diesen Gründen da nicht hin, weil Russland alles das schon hat. Ja, ja. Aber wenn du jetzt weiterdenkst und sagst, okay, was passiert denn jetzt parallel dazu? Wir haben jetzt erstmal eine abgeschwächte Wirtschaft schon alleine durch die letzten zwei Jahre. Aber auch schon davor ist ein Abbau stetig in Europa und in den USA, in den westlich orientierten Ländern vollzogen worden. Gen China, ja. Über die eigene Regierung. Mhm. Das heißt, die eigenen Regierungen der einzelnen Regionen haben ihr eigenes Land geschwächt. In Deutschland mega deutlich zu erkennen. Die Amtszeit von Merkel alleine, rekapituliert, zeigt, wie die Wirtschaft in ihrer Phase immer mehr den Bach runtergegangen ist. Und die ganze Infrastruktur komplett leidet. Infrastruktur von angefangen von Schulen, Krankenhäusern, Sozialsystem, alles das, Rentenkassen, alles das ist kontinuierlich abgebaut worden, obwohl der deutsche Arbeiter sich kontinuierlich angestrengt hat, weiter Umsatz zu machen. Ja? Und dabei schön Steuern gezahlt, Steuern gezahlt, Steuern gezahlt. So, das ist in Amerika nicht anders gelaufen. Das ist auch in den europäischen Ländern, die der Europäischen Union angehören, auch nicht anders gelaufen. Nur hat Deutschland den größten Beitrag dazu geleistet, weil Deutschland das stärkste Land vom Bruttosozialprodukt war, von der Leistung. Und musste natürlich am meisten abgebaut werden, dann die anderen Länder weiter abgebaut werden. Also du siehst ein Zerfall der westeuropäischen Strukturen, der Wirtschaftsstrukturen. Und gleichzeitig ein Aufstieg von Russland und China, teilweise sogar bis nach Indien. Auch in der gesamten BRICS-Staaten. Also genau. Das ist also du siehst, nicht mehr zu übersehen. Ja. Du siehst, dass dass das aber nicht in dem Rahmen so oberdeutlich zu erkennen war in den letzten Jahren. Richtig, es ging auch an mir ziemlich vorbei, das stimmt. Jemand, der sich nicht damit beschäftigt. Ja. Aber es ist jetzt immer deutlicher und kommt auch im Mainstream immer mehr zur Sprache, aber nicht mit der Begründung, wie ich sie jetzt gebe, sondern mit der Begründung, dass das einfach so geschehen ist. Ja? Richtig. Da wird nicht erzählt, dass das eine Agenda ist. Und dann passt doch eigentlich wunderbar ins Bild, dass du sagst, schau mal, jetzt ist über Jahrzehnte der Plan gewesen, diesen westlichen Teil immer mehr in die Abhängigkeit der anderen Staaten zu bringen. Zu schwächen damit, ja. Die anderen zu stärken. In der Öffentlichkeit wird es jetzt erstmal so dargestellt, dass Putin der Bösewicht ist, uns kein Gas gibt. Aber gleichzeitig sickert in der Presse schon durch und gibt es auch Kommentare, dass es heißt, ja, unsere Regierung macht doch da einen Fehler. Das ist doch nicht so richtig schlau, was die da machen. Aber nur das simpleste Beispiel, dass wenn du Nord Stream 1 schließt wegen Wartungsarbeiten, du nur sagen müsstest, okay, Putin, dreh mal den Hahn in zwei auf. Mehr ist dann, es nicht. Dann machen wir das. Da ist Gas drin. Es ist also praktisch gesehen sowas wie bockig sein. Ja? Ich bin jetzt bockig und sage nein. Und die Bevölkerung, die nicht bockig ist, die leidet jetzt darunter, weil da ein paar Befehlshaber sitzen, die sie selber gewählt haben, von denen sie glauben, das sind die Heilsbringer. In ihrem Interesse Handelnde, ja. Genau. Die sind bockig. So, warum sind die bockig? Glaubst du wirklich, dass der da oben, der da entscheidet, bockig ist? Nein, der hat einen Auftrag. Der muss das so machen. Der macht das auch dann. Aus welchem Grund er das tut. Er muss es auch so vertreten, so wahnsinnig es auch ist. Ob er die Überzeugung davon hat, ob er gezwungen ist, ob er einfach zu dumm ist, es nicht zu hinterfragen. Das ist nebensächlich. Er ist nicht der Initiator. Die, die wir sehen, die Protagonisten, sind nicht die Initiatoren.
Sie sind die Puppen. Es ist nicht auf Ihrem Mist gewachsen. Es sind die Puppen. Mhm. Auch wenn Sie selber solche Ideen vielleicht hätten, Sie haben es nicht organisiert, Sie haben nicht die Macht, die Befugnis, das umzusetzen. Sie sind nicht an der Position. Das ist das, was man uns aber verkauft. Für uns wird es so verkauft, als hätten Sie die Position inne. Da fängt ja schon, um da mal kurz von abzuschweifen, da fängt ja schon der Basiswahnsinn der Bevölkerung, also uns, nehme ich damit ein, an, dass wir das nicht durchschauen. Dass wir sagen, wir haben doch Protagonisten da oben, die wir als Staatsvertreter, wir sind doch der Staat, haben. Und sie machen kontinuierlich Sachen, die wir gar nicht wollen. Und lasse ich mir wieder einreden, dass Partei XY, die jetzt nicht an der Macht ist, dann, wenn ich in 4 Jahren wähle, das anders macht. Und dann stelle ich fest, die machen es auch nicht anders. Und dann habe ich schon wieder 4 Jahre rum, sind schon 8 Jahre. Und dann sage ich mir, ja, aber jetzt ist der andere, da ist jetzt ein neuer und der wird das besser machen. Und so kann ich 100 Jahre da weiterarbeiten, komm da nie raus. Dieses ganze Parteiensystem und die Art und Weise, wie wir regiert werden, ist krank. Für uns. Für die, die uns kontrollieren, ist es unheimlich gesund. Es ist wunderbar. Ja, sie schwellen damit im Reichtum ohne Ende. Ja, also nicht Bedienung, Politiker, Selbstbedienung möglich in jeder Form. Vom Allerfeinsten organisiert. Aber nur machbar, solange die breite Masse in der Souveränität schwach ist. Ja. So, jetzt zurück zu der These. Ja, jetzt haben wir also hier Putin, der da in der Ukraine ist und organisiert praktisch damit eine Plattform, wo jetzt die Europäer und die Amerikaner darauf reagieren können. Mhm. Weil jetzt können sie ja argumentieren, wie sie es machen, der böse Putin, das ist der, der alle umbringt. Wir müssen jetzt Sanktionen gegen ihn durchführen. Mhm. Und diese Sanktionen gehen alle nach hinten los. Vielleicht nicht ganz. Also es ist nicht so, dass Russland jetzt, dass es Russland besser Russland, geht als Russland vorher. Russland geht's besser. Mit der Zeit, jetzt geht's. Ja, besser. Ihr Staatshaus, nein, sie gehen nicht pleite, aber die Leute haben, wir hatten da schon auch, ich will jetzt das nicht runterreden, nicht, dass die jetzt hier anstehen müssen für irgendwelche Produkte, aber es ist ein bisschen natürlich auch, dass Thomas, die westlichen... Das ist völlig klar, dass die in der Anfangsphase, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass es nicht so ist, aus meiner Sicht, wo publiziert wurde in verschiedenen Kanälen und jetzt die Wirtschaft ist so hoch wie nie und es boomt in Russland. Das war für mich eine übertriebene Äußerung. Aber mit der Zeit hat sich das so relativiert, dass in Russland alles wieder so ist, dass es da kein Problem gibt. Wir können uns darauf einigen, Russland hat es wesentlich weniger geschadet als uns. Und das war für Russland von vornherein klar. Das waren aber auch, das war aber auch jedem, der sich mit der weltpolitischen Lage, mit der geopolitischen Lage auskennt, auch klar. Wenn du ein bisschen Information hast über das Geschehen der Geopolitik, dann kannst du errechnen, dass die Maßnahmen, die gegen Russland getroffen werden, nicht Russland in letzter Instanz treffen, sondern die Maßnahmen ergreifen. Das ist vorhersehbar, so aus den Maßnahmen alleine, die ergriffen wurden. Damit schadest du dir selbst. Das ist definitiv klar. Und dass Russland daran zerbrechen sollte, hat man uns gesagt. Mhm. Aber war klar, dass das nie funktioniert. Also musst du jetzt oder sollte man wieder an der Stelle sagen, okay, das ist also das gehört zu dem gewollten Umbau. Wir brauchen das. Die Frage, die man sich immer stellen muss an der Stelle ist, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Genau. Sind sie guten oder sind sie schlechten, die es organisieren? Das wissen wir immer noch nicht an der Stelle. Weil Putin kann gut sein, Putin kann böse sein. Putin ist auch die Frage, wenn man die Frage nach dem Guten, nach dem Schlechten oder Bösen stellt und den Machthabern, glaubt man, dass Putin wirklich der ist, der alle Fäden in der Hand alleine hat? Oder ist er auch in einer Gemeinschaft, wo Menschen hinter ihm und mit ihm stehen, die mit in der Kontrollposition über ihm stehen. Ja? Auch das sind Dinge, die wir nicht wissen. Mhm. Warum soll es da nicht anders sein oder warum soll es da anders sein, als es in den USA ist, wo wir ja auch die Protagonisten sehen? Wenn ich mir einen Trump angucke, ist er für mich nicht der Führer, der über den niemand mehr ist. In der Amtszeit, in der er in den USA als in der Regierung war,
so dargestellt wurde, sondern dass da sind auch Kräfte hinter ihm. Wie gut oder wie schlecht die in ihrer in ihrem Gedankengut sind, für uns oder gegen uns, weiß ich auch nicht. Wie weit der Plan, wie perfide die Pläne im Hintergrund sind. Das sind immer die Fragen, die man sich stellen muss im Nachhinein, wenn man die Dinge beobachtet. Und jetzt sehen wir also, wenn ich mal auf die These weitergehe, den Putin in Russland. Und er wurde genötigt über seine Aktion, die er ja in die Welt gebracht hat, da wurde er genötigt von den Europäern und von den der NATO. USA, letztlich jetzt die Sanktionen zu ertragen zu müssen, die ihn kaum geschadet haben, aber den Nationen, die in Kraft gesetzt haben. Wir wissen auch aus den Aussagen der Presse, mittlerweile sogar der Politik, dass die USA, also nicht die USA, sondern die Politik der USA, die deutsche Politik veranlasst hat, ihr dürft Nord Stream 2 nicht öffnen. Also es ist eine klare Aussage, auch im Mainstream getroffen worden, richtig. Dass sie es nicht dürfen. Dass die Amerikaner es verbieten. Genau, ja. Also nicht die Amerikaner, sondern die Regierung. Ja, es geht ja nie um die Menschen. Stimmt, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das wollen wir mal unterscheiden. Die amerikanische Administration, ja. Oder die Politik, die überhaupt hinter dem Ganzen steht. So, jetzt stell dir aber mal Folgendes vor. Jetzt denken wir mal das Spiel weiter. Jetzt kehrt keine Vernunft ein, wovon ich ausgehe, sondern sie machen weiter, weiter, weiter und weiter. Dann wird das Gas nur gedrosselt zu uns fließen. Wir wissen nicht, wie lange die Reparatur Nord Stream 1 dauert. Da gibt es auch schon Hinweise, dass das gestretched werden kann. Ja, Gazprom sagt, also jetzt wir können nichts garantieren. Kann man sich überlegen, ist es nicht vielleicht auch gewollt, dass der ganze Krieg in der Ukraine gestretched wird? Weil umso länger der gestretched wird, umso mehr kannst du mit diesen Sanktionen, mit dieser Ursache, die sich daraus ergibt, arbeiten. So, wenn sich jetzt der Westen weiter zerstören soll, wenn das ein gewollter Plan ist, dann ist das optimal, was jetzt geschieht. Dann wird also der Westteil immer mehr geschwächt. Es führt dazu, wenn man jetzt mal das Ganze in schwarz-dunkel sieht, dunkel-schwarz, dass wir Ende des Jahres kein Gas haben oder nur so wenig, dass wir mit, weiß ich nicht, 10 Grad uns brutal einschränken müssen. Ja, und dass die Ernährungskette kaputt ist. Und weiß der Kuckuck, was uns alles noch prognostiziert wird. Ja. Dann ist doch klar, dass die Menschen irgendwann an den Punkt ankommen, wo sie verzweifeln und sagen, mit dieser Regierung kann ich nicht mehr d'accord sein. Das ist klar, ab einem gewissen Punkt passiert das. Es ist die Frage, wie tief muss das Ganze sinken? Ja, das sehe ich ganz genauso. Damit auch die große breite Masse sagt, jetzt ist Schluss. Bis hin vielleicht, ich male jetzt dunkelschwarz, dass Menschen anfangen zu plündern, weil sie einfach nichts mehr haben. Wenn das Geld nichts mehr wert ist, wenn du nichts mehr einkaufen kannst, wenn nichts mehr da ist, was machst du denn dann? So, das wäre praktisch die Rückkehr zur kompletten Kriegsherrschaft von der breiten Zu Masse. Zu längst geglaubt vergangenen Zeiten. Genau, untereinander, miteinander da im Krieg zu sein. Egal, ob da die Protagonisten noch da sind oder nicht. Aber dass ich jetzt Angstszenario hochziehen. Ich glaube nicht, dass das dahin führt. Aber ich sage es jetzt mal, würde es dahin führen, also für Schwarzmaler, dann wäre doch der Plan logischerweise der, zu sagen, wenn dann Putin kommt und reicht den Deutschen, den Europäern die Hand und sagt, Kinder, ihr habt hier Unsinn gebaut, das wisst ihr doch jetzt. Ne? Ihr wisst doch, dass eure Regierung euch hier voll in die Nessel hat setzen lassen. Ich reiche euch jetzt die Hand. Ich mache den Gashahn auf. Ab morgen habt ihr wieder warme Wohnungen. Die Infrastruktur wird wieder aufgebaut. Ich gebe euch all die Dinge, die ihr braucht. Ihr kriegt Nahrung. Und jetzt lasst uns zusammenarbeiten. Glaubst du, dass da Menschen Nein sagen würden? Ab einem bestimmten Punkt, da gehe ich ganz mit dir. Dass da noch ein einziger ist, der sagt, nein, ich muss den Habeck folgen, wir müssen den Gashahn weiter zudrehen? Nein, richtig. Also bloß, es ist nicht die Frage, ob, sondern die Frage, wann. Natürlich, aber der Deutsche bereit ist dafür. Lass mal jetzt einfach nur das wirken. Ja, klar. So, wäre das nicht ein Plan? Das wäre ein ziemlich genialer Plan sogar. Ja. Also du setzt eigentlich voraus, dass
weiß ich, wie viele Schachzüge vorher noch dann nötig waren, um die Situation herbeizuführen, dass Putin sagt, ich marschiere jetzt da ein. Ja. Und weiß aber, dann wird das und das passieren, was auch passiert ist. Sprich, wir schaden uns am allermeisten. Vielleicht ist auch ein Kriegsgrund gewesen, einer von vielen, also es kann jetzt nicht der einzige sein, aber auf jeden Fall ein von Putin oder wem auch immer vorhergesehener Effekt, dass die Welt jetzt auch sieht, weil du hattest vorhin gesagt, das ist ein bisschen im Verborgenen geblieben, auch schon vor 2020, vor 2019, dass der Westen immer schwächer wurde und alles nach Asien oder nach BRICS geht und da neue Allianzen sich bilden und so weiter, die nichts mit dem Westen zu tun haben. Und dass das jetzt hier mal so offensichtlich wird, wie viele Länder sind denn eigentlich noch dabei bei diesen Sanktionen? Das ist eigentlich nur der Westen. Und die ganz großen Player, China, Indien, auch Brasilien und so weiter, die stehen da ganz woanders. Die stehen nicht auf unserer Seite. Siehst du, ja? Und das meine ich ja damit. Das heißt, es ist doch deutlich zu erkennen, wenn man den Weg aus der Perspektive betrachtet, wie ich das gerade tue, dass das eine sinnvolle Agenda wäre. Ja, ja, wäre durchaus logisch, finde ich auch. Jetzt ja. Kann man versuchen, andere Agenden dagegen zu stellen, in der Situation, in der wir uns befinden. Nicht irgendwas ausmalen, was nicht da ist. Wir müssen den Krieg berücksichtigen. Wir müssen berücksichtigen, dass die Infrastruktur und die gesamte Wirtschaftssituation der Europäer, der NATO bis hin zu den USA destabilisiert wurde über Jahrzehnte bis zum heutigen Zeitpunkt. Jetzt deutlich erkennbar. Genau. Und das darfst du nicht wegwischen, weil wenn du das wegwischst, dann kommst du in ein anderes Narrativ, was du dir aufbauen kannst, aber dann hast du die Realität nicht mehr. Mhm. Ja, mhm. Die Realität von dem, was jetzt bis jetzt geschehen ist, die müssen wir schon als klare Sichtweise haben, weil es ist keine Fiktion. Wir sehen, was geschehen ist. Ja, ja, ja. Mhm. So, wenn wir dann berücksichtigen, dass der Mangel, den wir haben, deutlich erkennbar, wenn man es richtig durchschaut, künstlich erzeugt ist. Ganz deutlich mittlerweile, ja. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass das in der Vergangenheit auch schon der Fall ist, dass immer künstlicher Mangel erzeugt wird. Er wird uns sogar so offensichtlich gezeigt, dass er künstlich ist, dass man sich wieder fragen kann, wie blind kann man denn sein? Also Beispiel nochmal Nord Stream 2. Das wäre jetzt eine Sache, die wir jetzt gerade haben. Aber nehmen wir einfach nur die Jahrzehnte zurück. Uns wurde doch immer erzählt, die Menschen haben nicht genug Nahrung auf dem Planeten. Ne? Darauf willst du hinaus, ja. Was grundsätzlich nicht stimmt, ja. Mhm. Und uns wurde trotzdem sogar im Mainstream gezeigt, dass täglich Millionen Tonnen richtig. Nahrung vernichtet wird. Ja. Weltweit, richtig, ja. Im Überfluss da ist. Mhm. Im Überfluss. So viel, dass es wirklich vernichtet werden muss in Riesendimensionen, ja. Aber das wurde uns nicht verheimlicht. Das richtig. Wurde uns nicht jeden Tag auf dem Tablett serviert. Aber ja, es wurde auch nicht verheimlicht. Aber wer es wissen wollte, konnte es wissen. Das stimmt, ja. So, ist das nicht ein Basismangel, der sehr wichtig ist, den man künstlich erzeugt, zu sagen, du hast keine Nahrung. Wenn du keine Nahrung hast, stirbst du. Physischer, von der Physis betrachtet, ja. Dein Körper macht dann irgendwann nicht mehr mit. Ist doch ein substanzieller Aspekt. Trotzdem wurde uns der erklärt und wir haben ihn geschluckt. Daran erkennst du wieder, wie weit wir indoktriniert sind, ja, in diesem System. So, also wenn du diesen künstlich erzeugten Mangel jetzt auch endlich erkennst, als jemand, der das vorher noch gar nicht erkannt hat, spätestens jetzt erkennst du das doch. Mhm. Am Nord Stream 2 und 1 erkennst du es ganz plakativ. An den anderen Dingen, die man uns verkaufen will, dass Benzin nicht im Überfluss da ist, erkennst du es jetzt auch. Es ist im Überfluss da. Gas ist im Überfluss da. Es wird nur durch künstlichen Mangel verhindert. Genauso ist natürlich die Nahrung im Überfluss da. Wenn du dich selber in eine Situation bringst, wo du Mangel erzeugst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du dann weniger hast. Mhm. So. Und wenn der Mensch sich von Menschen regieren lässt, die diesen künstlichen Mangel erzeugen. Die das sozusagen vorenthalten, wenn du so willst, ja. Naja, oder das ist nicht nur ein Vorenthalten, das ist einfach, sie erzeugen den künstlichen Mangel, den du deutlich sehen kannst und du siehst ihn nicht. Genau. Dann sagen sie dir, wir wollen doch nur dein Bestes. Also wie kann das sein, wenn ich dein Vorgesetzter bin und du siehst, mein Kühlschrank ist voll und ich gebe dir jeden Tag nur ein paar Krümel und sage, ja, tut mir leid, mehr kann ich nicht rausgeben.
darf nur den Kühlschrank einmal für 3 Sekunden öffnen, mehr kriege ich nicht raus. Das ist eine Vorgabe. Ja, und du akzeptierst das, dann mache ich weiter. Ja, ja, genau. Ich darf dann für mich den Kühlschrank stundenlang offen haben. Aber für dich habe ich die Anordnung, das darf nur ein paar Sekunden sein. Und dann machst du das weiter, wenn es akzeptiert wird. Vollkommen richtig, ja. Ja, das ist das, wo wir sind. Und wo wir schon waren. Für manche sind wir es erst jetzt. Die haben vorher gar nicht sich damit beschäftigt. Und haben es gar nicht gesehen. Also, zur These zurück. Das wäre eine Logik, die übrigens auch mit gewissen Vorhersagen, Wahrsager, in etwa übereinstimmen, die aber ein schlimmeres Szenario darstellen, dass der Russe kommt und uns hier in einem fürchterlichen Krieg besiegt und dann uns unter Kontrolle hat. Knechtschaft und was weiß ich. Was auch immer. Ja, da gibt es die verrücktesten oder die irrsten Hypothesen, die alle ihre Berechtigung haben, wenn man daran glauben will. Ich glaube daran nicht. Jetzt könnte man doch sagen, okay, jetzt hat man diesen Zeitpunkt gewählt oder sagen wir Putin den Zeitpunkt gewählt, Sommer. Ne? Das ist doch eine humane Situation, wenn man dir im Sommer den Gashahn zudreht. Wenn du weißt, dass du bist jetzt Putin, marschierst dort ein und weißt, jetzt werden die Sanktionen kommen. Dann weißt du, die Länder, die jetzt von dir kein Gas mehr oder zu wenig Gas haben, die werden zumindest in der Zeit nicht frieren. Die werden auch im Sommer nicht verhungern. Ja, ich muss dir das sagen. Moment, lass mich nur zu Ende sprechen. Rein von der Logik betrachtet, wenn er das Ganze gemacht hätte im Dezember, also wenn der tiefe Winter anfängt. Das wäre ein Schock gewesen ohne Ende, ja, das stimmt. Verstehst du, was ich meine? Unvorbereitet, also ohne, dass die Leute irgendwie das hätten auch nur ahnen können. Da hast du eine Hardcore-Wirkung. Ja. Das macht Pop. Ja, okay, dahingehend gebe ich dir recht. Ich wollte jetzt gerade noch die Industrie ansprechen, aber das stimmt, weil die braucht im Sommer auch ihr Gas, das meine ich. Ja, natürlich, du brauchst bestimmte Dinge, aber die Frage ist doch die, wie sehr betrifft es dich hautnah? Der Mensch ist doch leidensfähig, gerade der Deutsche. Was kannst du den Deutschen alles antun, bis der endlich mal auf dem Sessel aufsteht und sagt, Kinder, aber nicht mit mir? Ja, wenn du den Menschen aber wirklich krass ans Leder gehst, dann wird auch der Hartnäckigste irgendwann mal auf dem Sessel aufstehen. Verstehst du, was ich meine? Worauf ich hinaus will, ist, wenn er sich also diesen Zeitpunkt gewählt hat, dann hat er sich doch Timing, gewählt. Ja. Timing ist alles. Ja. Dann gibt er uns doch jetzt die Chance, rein hypothetisch gesprochen, bis die Zeit da ist, wo man wirklich sagt, jetzt wird es gravierend, jetzt wird es kalt. Haben wir doch noch ein paar Monate. So, in den paar Monaten können dann noch viele Dinge geschehen. Kann auch der oder der zusätzlich wach werden? Kann auch die oder die Maßnahme ergriffen werden, die dazu führt, dass der Mensch noch wacher wird. Ja, also das ist für mich so betrachtet, würde ich jetzt diese ganze Geschichte mehr aus der Schwarzmalerei sehen, dann würde es viel mehr Sinn machen, wenn er sich einen anderen Zeitpunkt gesucht hätte vom Jahresablauf. Und er hatte die freie Wahl. Er war nicht genötigt, wegen ein paar Monate früher oder später das Ganze zu machen. Das erweckt in mir wieder eine hellere Sicht. Nicht die Schwarzmalerei. Ja? Alles These. Nochmal, für jeden, der zuhört, es ist nicht die absolute Wahrheit, die ich hier präsentiere mit dem Wissen, dass sie es ist. Vielleicht ist sie es ja, aber vielleicht ist sie es auch nicht. Jetzt biete ich nur an, dass sich jeder seine eigene Souveränität wieder hinterfragt und in diese These einsteigt oder eine Gegenthese stellt und sagt, nee, das andere ist logischer. Ja. Da kann ja jeder jetzt seine eigene Sichtweise draus entfalten, wie er das möchte. Interessant ist dabei noch, vielleicht um das nochmal geopolitisch nochmal kurz anzusprechen, also China hat ja, wie ich heute, glaube ich, gestern oder heute gelesen habe, tatsächlich nach Protesten die Pflicht der medizinischen Behandlung irgendwie ausgesetzt. Ja. Und was ich
Was vielleicht eine kleine Meldung ist, aber ich fand sie hochinteressant. Zelensky schäumt, weil Nordkorea jetzt die Volksrepublik Luhansk und Donetsk anerkannt haben, hat. Der Hintergrund ist, Nordkorea macht nichts außenpolitisch, ohne den Segen von China zu haben. Also stehen die Chinesen dahinter. Mir ist immer noch nicht klar, was die Chinesen da wirklich, da wird wahrscheinlich, also meine Erklärung ist, dass natürlich in China auch irgendwas passiert, sage ich mal ganz allgemein. Weltweit. Ja, weltweit. Genau. Die Frage ist immer, wie weit man sich im Details verfängt. Also, du bist jetzt ein bisschen von dem, was ich gerade versucht habe. Ja, ich weiß, aber ich fand es interessant, weil China da offensichtlich, also mir ist die Rolle von China nicht ganz klar. Ich habe da ehrlich gesagt bei China jetzt nicht das beste Gefühl. Ja, ist ja auch legitim, dass man über all die Dinge spricht. Ich wollte nur nicht gleich abschweifen in das nächste Thema. Ja, also okay, ja. Mhm. Ich wollte noch ein bisschen daran festhalten, ja. Weil ich glaube, aus der Sicht, die wir jetzt hier betrachten sollten, speziell in der Region, in der wir leben, Deutschland etc. Europa, ja. Dass wir aus der Perspektive heraus uns das anschauen und sagen, was ist denn jetzt für uns wichtig? Lassen wir uns weiter Angst machen. Weil es ist doch kontinuierliches Angstszenario, was hier läuft. Und der Mensch wird doch immer dann zum, sagen wir mal, nicht mehr Souveränen, wenn er unter Angst steht. Also sollte doch das erste Momentum in uns allen sein, die Angst nach hinten zu stellen. Mhm. Nicht ohne Respekt den Dingen gegenüberstehen und sich sagen, naja, das wird schon alles toll, da oben ist jemand, der hilft mir. Nicht das. Aber auch nicht schlotternd dastehen und jetzt losrennen und sagen, ja, ich muss einkaufen und hamstern und das machen. Wenn das jemand will, ist das sein gutes Recht. Vielleicht liegt er auch damit völlig richtig. Ich weiß das nicht. Für mich ist es aber so, dass ich aus der Sicht, wie ich es jetzt gerade erklärt habe, eine andere Vorgehensweise erblicke in dem ganzen Narrativ, was hier läuft. Ich würde jetzt mal, um das simpel auszudrücken, sagen, wir haben jetzt noch Wochen und ein paar Monate vor uns, wo weitere Angstszenarien gestreut werden. Wo Preise steigen, wo Preise fallen. Bei dem Stichwort Preis möchte ich noch mal Folgendes sagen. Ich erkenne, dass Dinge im Preis steigen. Ich erkenne aber auch, dass gewisse Dinge im Preis fallen. Mhm. Also wenn ich einkaufen gehe, bewusst einkaufe, dann stelle ich fest, dass ich am Ende des Tages nicht viel mehr ausgegeben habe als noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Mhm. Wenn ich die Verhältnismäßigkeit sehe von dem, wo ich sage, ja, für die Tomaten zahle ich jetzt zum Beispiel für das Paket, hat 2,40 gekostet, jetzt 1,60. Und dafür zahle ich für die Äpfel, die haben vorher gekostet 1,60, 3 Euro. Nur ein Beispiel. Stelle ich auch fest, kann ich bestätigen. Ja, nur ein Beispiel. Ja. Ich kriege haufenweise E-Mails, die ich immer wieder unter Spam wegpacke. Die kommen trotzdem an, ich weiß nicht, wie das geht. Kannst mir vielleicht mal irgendwann helfen als Fachmann. Mit Werbeangeboten, das kaufen, hier kaufen, da 50%, da 70%. Bring dein Auto rum, du kannst Ölwechsel anstelle für 80, kriegst es für 60. Also überall fallen auch teilweise Preise. Ein anderes Narrativ ist jetzt der Benzinpreis. Ja, man hat uns erzählt, wir kriegen da eine Subvention drauf. Ja? Auch wieder so ein Irrsinn. Die bräuchten nur mal die Steuer wegnehmen. Dann würde der Benzinpreis selbst... Tankrabatt. Dann würde selbst jetzt... der Rabatt, den zahlen wir ja sowieso. Ist ja unser Steuergeld. Ja? Aber wenn du die Steuer rausnimmst, allein die Steuer weglässt, dann zahlst du für das Benzin nur noch 50%. Ja, noch weniger, unter einem Euro. Ich sage ja, ja, jetzt sind ja noch mit der künstlichen Erhöhung... So, und obwohl das jetzt so war, dass du teilweise 2,20 bezahlt hast, jetzt bist du bei 1,79 an guten Tagen, dann freust du dich schon und sagst, ah, toll, das Benzin ist ja günstig geworden. Ja? Da kannst du wieder dieses Narrativ drin sehen, wie man uns verschaukelt. Dabei ist es immer noch 1 Euro zu teuer. Ja, natürlich. Ja. So, aber zurück zu dem, wenn man jetzt also sich in dem Angstmoment befindet, dann sieht man nur die teuren Preise. Dann erkennt man kaum, dass da ja auch da und da was preiswerter geworden ist. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, dann muss die Firma sich hier abknüpfen und da abknüpfen. Natürlich, die werden auch ihre Rabatte überdenken, warum sie das hier und da können. Teilweise waren Dinge vorher überteuert und jetzt kam sie die Luft darunter zu gehen. Also, es hat alles auch etwas Positives
auf der einen Seite, obwohl es auf der anderen Seite Negativität gibt, die uns hier belastet. Ja? Aber es relativiert sich, wenn man den Blick mal darauf richtet. Ich finde es... Ja, nee, entschuldige. Nee, red zu Ende, um Gottes Willen. Also wenn du nicht abschweifst, dann bitte... Nein, ich finde es so wichtig, deine Aussage, wenn du natürlich dann auch in der Stimmung bist, Angst und so weiter, dass du natürlich auch vermehrt das siehst. Das ist ja genau das Gleiche, wie was wir vorhin besprochen haben, dass du dann eben andere Sachen nicht siehst, ja, aus Angst. Also das ist wirklich, es finde ich, das für mich ist es gerade so plastisch, oder dass man, das ist so wichtig, weil das hat man vorhin angesprochen, das auch sozusagen wirklich wahrzunehmen, dass es andere Leute gibt, die auch... Dass schon längst positive Dinge genau, in der Welt geschehen. Genau, die du aber, genau, die du auch sehen solltest, sonst hat es die Wirkung nicht. Ja? Das finde ich ganz wichtig. Das ist diese selektive Wahrnehmung zum Teil, ja. Also man sagt, boah, schau mal, hier meine Vorauszahlung, jetzt kommt mir die Steuer, jetzt Tankstelle, da drehe ich schon durch, wenn ich Volltank und so weiter. Hast du vollkommen recht, ja? Ich finde es nur wichtig als Hinweis, dass man eben da auch durch diese selektive Wahrnehmung natürlich auch dann eine verzerrte Realität hat. Genau so ist es. Und bei all dem, was man beobachten kann, ob man einen Trump beobachtet, einen Putin oder wen auch immer, oder in Biden jetzt mal als Beispiel. Ja. Ja, wer von uns will genau wissen, was hinter den Kulissen in deren Köpfe vorgeht? Das kann sowohl gut als auch negativ sein. Auch wenn sie Positives sagen, kann da ein negativer Plan hinterstehen. Oder wenn sie was Negatives sagen, kann ein positiver genau. Plan hinterstehen. Wir haben nur die Chance, aus dem, was geschieht, so nüchtern wie möglich die Dinge zu betrachten, ohne Angst möglichst. Und dann mit der Logik rangehen, souverän nachzudenken und zu sagen, was ist sinnvoller? Was macht mehr Sinn? Was kann sich jetzt daraus entwickeln? So wie eine Sanktion gegen Russland, wenn man sie richtig durchblickt, man schon in dem Moment weiß, wo sie ausgesprochen wird, wen es trifft. Du bist praktisch der Schachspieler, der schon da sitzt und weiß, er hat gewonnen. Weil genau. Er die Züge des anderen, die sind nicht mehr umkehrbar. Ja? Wenn diese Züge gemacht wurden, weiß der ab einem gewissen Moment, jetzt habe ich ihn. Jetzt kommt er nicht mehr raus aus der Nummer, ja und genau. Und der Schachspieler auf der anderen Seite, wenn er ein guter Schachspieler ist. Kippt gleich, den König um. Nein, wenn er das gleiche Niveau hat wie er. Ach so, ja, okay, ja. Dann weiß der das auch. Ja, ja. Dann kann er nur noch hoffen, dass der irgendwann einen Fehler macht. Wenn der aber keinen Fehler macht, dann weiß er ganz genau, dass ich habe das Ding durch. Verloren. Ja. Der Zuschauer, der noch nicht so weit ist. Ich zum Beispiel würde es nicht sehen. Der sieht jetzt und... ist noch eine Stunde gespannt und wettet hin und dann sagt er halt mit dem, komm, wir wetten. Und sieht aber nicht den riesen Vorteil. Gesagt, 50 auf ihn. Nein, jetzt gebe ich lieber 100 auf ihn. Du bist also noch stundenlang mit diesem Schachspiel. Und die beiden wissen schon. Und die beiden wissen schon ganz genau, wer gewonnen hat. Ja. Oder verloren hat. Ja. Verstehst du diese Logik? Die ist in allen enthalten. Du kannst in der ersten Ursache schon das Ende erkennen, wenn du die Weitsicht hast. Weil aus der Ursache gibt es die Wirkung, die wieder die Ursache erzeugt für die nächste Wirkung. Und Russen sind gute Schachspieler. Und dann gibt es ein gutes Beispiel, ja. Und dann gibt es keinen Zufall mehr, sondern dann begründen sich die Dinge aus Ursache und Wirkung. Ja. Es ist dieses Wechselspiel, Yin und Yang. Das ist kontinuierlich in dieser polaren Welt, in der wir leben, der dreidimensionalen Welt. Das ist unser Spielfeld. Ich meine, um vielleicht dann nochmal in die Niederungen zu gehen. Ich meine, es ist schon sehr frech, weil mittlerweile kann kaum noch jemand bestreiten, dass die Sanktionen jetzt uns mehr treffen als Russland. Das meine ich ja. Ja, 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 aber da stellt sich dann doch die von der Leyen tatsächlich noch rotzfrech hin. Das ist dann einfach der letzte verzweifelte Versuch, zu sagen, ja, wir haben die Sanktionen extra so geschneidert, dass Russland praktisch ruiniert wird und wir praktisch gar nichts davon spüren. Das haut die raus, ja. Ja, und jetzt hast du doch wieder den Aspekt, jetzt kannst du doch wieder sagen, ist sie dazu genötigt? Ist es ihre Überzeugung? Oder gehört es zum Plan, damit sich die Menschen noch mehr offenbaren? Ist es ein Wachrüttelprozess? Ja, genau. Das glaube ich. Siehst du? Und das ist jetzt aber an jeden von uns.
Der eine sagt vielleicht, das ist doch kein Wachrüttelprogramm, das ist gewollt. Die wissen ganz genau, was sie machen. Und sie denken, sie haben die volle Chance damit. Wenn du mir sagen willst, dass ein halbwegs intelligenter Mensch, der dort oben jetzt sitzt und die Fäden für uns außen in der Hand hat, also die Protagonisten, wenn die intelligente Äußerungen im Moment von sich geben und Maßnahmen in die Welt holen, wenn das intelligent sein soll, dann bin ich entweder verblödet, ja, dass ich das nicht oder erkenne. Oder genial. Ja, nicht unbedingt genial. Oder ich erkenne nur, dass die eben nicht intelligent scheinen oder dumm spielen. Eins von beiden. Entweder bist du ein guter Schauspieler und spielst die Rolle gut, dass man dir das abkauft. Oder du bist einfach so dumm, wie du bist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Habeck so dumm ist, dass er die Lächerlichkeit seiner Aussagen, also mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass er genötigt wird, unter Druck gesetzt wird oder einfach angeordnet wird, macht es so, warum auch immer er das dann macht, wenn er wirklich als Minister, als Mitglied einer Regierung eines Landes wie Deutschland sagt, Friseure könnten dünnere Handtücher verwenden, weil das weniger Energie beim Waschen benötigt, dann sage ich mir, also selbst ein Habeck traut es nicht zu, dass das von ihm kommt. Aber ganz ehrlich, völlig klar, kannst du jetzt durch die Bank bei allen Politikern und allen Experten, die uns hier vorgestellt werden, kannst du das, was die dem Mainstream ausmachen, kannst du das sagen. Aber du kannst dich doch schon alleine fragen, das war aber auch schon vorher so, nur jetzt noch offensichtlich. Ja. Wenn du einen Menschen hast, der in seinem Leben nichts anderes geleistet hat, als Kinderbücher zu schreiben, weiß nicht, eins oder mehrere, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, und Politik dann vor allem. Ja. Vielleicht war er ja darin gut, ich weiß es nicht, ich habe kein Buch von ihm gelesen. Mit seiner Frau zusammen, also so dolle war das jetzt auch. Bin auch nicht so dran interessiert, ja. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Und wenn du dann andere Menschen hast, die von der Basis dessen, was sie dort in der Politik verkörpern, eigentlich gar kein Grundwissen haben. Und das wissen wir doch schon seit ewiger Zeit. Das kannst du doch durch alle Politikerreihen durchziehen. Generationen, ja. Warum gibt es denn die Berater, die haben, wo sie Millionen für ausgeben, Stundensätze von Hunderttausende von Euro haben? Warum gibt es denn diese Berater, wenn du derjenige bist, der die Ahnung haben soll in dem Bereich? Warum brauchst du dann einen Berater? Dann brauche ich dich nicht, dann nehme ich doch gleich die Berater. Brauchst du deinen Posten nicht. Genau. Na, ist doch logisch. Ich stelle mir doch nicht einen Geschäftsführer ein, der dann kommt und sagt, ja, aber ich brauche noch die Berater. Der verdient übrigens noch mehr als ich, ja. Sagt man dann, ja. Das wäre dann ist total. Ist doch, das ist alles so Kindertheater, was ich jetzt hier so von mir gebe, weil das sollte jedem klar ja. sein. Das ist doch so offensichtlich. Also vergiss meiner Meinung nach, dass die Protagonisten, die wir hier sehen, irgendeine wirkliche Rolle spielen. Sie verkaufen uns das nach außen, was sie verkaufen müssen, auch wenn es uns schmerzt und wehtut. Das tun sie, das ist denen egal. Ob sie genötigt sind oder nicht, es spielt dabei keine Rolle, es ist ihnen egal. Muss es wahrscheinlich auch, sonst könnten sie es nicht. Es muss egal sein für sie, sonst könnten sie diese ganze Rolle nicht genau. spielen. Ich meine, es ist für mich so sonnenklar, wenn eine Nation wie die USA, die bis heute noch als die Weltmacht schlechthin für viele Menschen auf der Welt gilt, für mich ist sie das nicht, aber mehr. Für viele Menschen ja. ist es das noch, ja, einen Präsidenten uns zur Schau stellt. Sich leistet, können wir schon was sagen, ja. Nee, für mich ist so Schaustellen noch viel deutlicher. Was heißt denn präsentiert, ja, zur Schau stellen? Ja, ja. Hier, da bin ich. Ja? Der von einem Fettnäpfchen in das andere trifft. Kontinuierlich, seitdem er am Start ist. Angeblich der meistgeliebte durch die Wahl präsentiert. Ja? Und jetzt in den Umfragen der am meist gehasste. In den Umfragen, die wir im Mainstream hören. Ja. Dann ist doch alles schon eigentlich gesagt. Du hast in Italien jemand, der nicht mal gewählt wurde, Draghi. Der trägt schon den Namen, der alles sagt. Ja, wenn du einen Blutsauger hast, an wen denkst du dann? Dracula, ja, richtig.
Genau. Hast du mal in sein Gesicht geguckt? Ja. Der sieht sehr vertrauenserweckend aus. Bei dem Whatever It Takes damals, ja, der Gesichtsausdruck, der war schon so. Also ja, ja, das ist alles so offensichtlich. Du siehst jetzt die Krise in Italien. Ja, Regierungskrise könnte jetzt schon vorbei sein, die Regierung. Man weiß es nicht. Es geht in Italien mal ganz schnell. Also, es ist so oder so, bin ich mit meiner These immer noch d'accord, mit der Basisthese. Nicht nur das, was ich heute gesagt habe, sondern es ist ein Bühnenumbau. Was ich bisher nicht ergründen kann, ist ja von der guten oder von der bösen Seite initiiert. So oder so wird er so laufen, dass wir etwas Besseres offeriert bekommen, als wir hatten oder haben. Diese ganze Geschichte mit Klaus Schwab ist alles Plan, das musst du machen. Du musst erstmal ein Narrativ in die Welt bringen, wo du den Menschen glaubhaft machen willst, dass da viele hinterstehen, dass die das wollen. Aber die breite Masse sagt, um Gottes Willen, so, da gehe ich doch nicht mit. Aber im Narrativ verkauft man dir das so, in den Fernsehsendungen, in den Reportagen, vielleicht in Shows oder in Serien. Filmen, ja. Ja, dass da Quoten sind, wo die Menschen einschalten und das toll finden. Und wenn du die Quoten wirklich sehen würdest und wie viel sich das wirklich anschauen, würdest du feststellen, das ist nur ein ganz verschwindender Teil. Es gibt diesen verschwindenden Teil im Verhältnis, die wirklich diesen Irrsinn gut finden. Mhm. Es gibt auch die, die sich gerne jedes Jahr einmal das Geschlecht ändern lassen. Mhm. Die gibt's. Ja, aber es ist. Es gibt auch Menschen, die kleben sich mit Pateks auf die Straße und verhindern damit ein Radrennen. Oder genau. Wollen es verhindern. Tour de France, richtig, ja. Ja, das gibt's alles. Mhm. Aber das, was sie uns verkaufen und das, was tatsächlich geschieht, sind nicht identische Dinge. Genau. Und das Angstmachen, wie ich vorhin gesagt habe, nächste Woche werdet ihr alle an der Hitze sterben oder das Ozonloch bringt euch um oder das bringt euch um. Meeresspiegel, alles Mögliche. Ja, ja. Verstehst du, dass das alles mit dem Angstgeschehen zu tun hat? Vielleicht lass mich an der Stelle nochmal auf zwei, drei Dinge eingehen, die letztlich oder sagen wir mal öfter jetzt an mich getragen wurden durch Nachfragen von Zuschauern, die uns hier verfolgen. Das eine ist, was ich von Souveränität wirklich oder was ich mit dem Begriff Souveränität wirklich meine. Mhm. Ich versuche das zwar in jedem Gespräch immer wieder deutlich zu machen, aber der entscheidende Punkt von Souveränität, das ist ja nur ein Wort, ist das Gleiche, wenn du das in der Geopolitik siehst, wenn du ein souveränes Land hast. Wenn du auf deinem eigenen Acker, auf deinem Land, in dem Land Bauern hast, die Ernährung für dich letztlich erzeugen durch ihre Arbeit und du dein eigenes Land ernähren kannst, dann bist du stark ernährt durch dich selbst. Wenn du die Voraussetzung hast, haben wir zum Beispiel jetzt in Deutschland, wunderbar, wir haben wunderbares Ackerland, wenn man es richtig pflegt. Und du kannst dann, wenn du die Stärke hast, natürlich auch den Überschuss an Länder vergeben, die nicht so gut dabei sind. Die nicht so gut dabei sind. Und umso besser du arbeitest, umso mehr Überschuss wirst du haben. Aber du versorgst erstmal dich selbst. Wenn du das jetzt als Mensch siehst, die Souveränität in dir selbst, du musst erstmal in dir selber stark werden, damit du einem anderen aus der Stärke deines Überschusses, der da entsteht, etwas gibst, geben kannst, hilfreich sein kannst. Im positiven Sinne. Ob du dafür was verlangst oder nicht, lass mal im Raum stehen. Aber du kannst nichts geben, wenn du es nicht hast. Ja, richtig, ja. Und dann kannst du auch, wenn du nichts gibst, kannst du auch nichts verlangen. Du kannst was verlangen, aber du wirst nichts kriegen, weil du nichts gegeben hast. Alles logisch, ja. Also die eigene Souveränität, und das beziehe ich auf die Welt, auf jedes Land in dieser Welt, sollte seine eigene Souveränität in den Vordergrund stellen. Dabei nicht egoistisch sein, sondern einfach sagen, das ist die Welt, in der ich lebe, wo ich bin, ja, die Ortschaft, und da möchte ich die Dinge so gut wie möglich geregelt haben. Und dann mit dem Überschuss kann ich an andere abgeben. Mhm. Wenn wir das weltweit mit diesen Gedanken im Einklang wären, dann würde es eine unendliche Fülle geben.
Weil es gibt immer ein Land, was Mangel hat an einer bestimmten Sache, mhm. wo ein anderes einen Überschuss hat. Das kannst du weltweit errechnen und sehen. Der Überschuss, den du hast, den gibst du dorthin, wo der Mangel ist. Und dieses Land, was den Mangel an dem hat, was du gibst, hat wieder einen Überschuss an etwas anderem. Selbst wenn es nur die Urlaubsinfrastruktur ist. Wenn du also in einem Land lebst, mhm. wo du nicht das Meer hast, in dem Maße, wie es zum Beispiel im Süden ist, mit dem Flair der Sonne, die du dort hast, dann kannst du dorthin, dafür gibst du was. Ja? Und genauso gibt es das in allen unterschiedlichen Varianten. Du kannst also die Infrastruktur des eigenen Landes einmal sehen durch die Möglichkeiten von Ackerbau, jetzt simpel besprochen, mhm. ja, wo du Überschuss erzeugst. Oder du hast Land, wo du Ölvorkommen oder Gasvorkommen oder weiß der Kuckuck was hast. Oder du hast eine Infrastruktur, wo du als Urlaubsland attraktiv bist, wo dir Menschen dafür auch geben, in dem Fall Geld. Geld mitbringen und dort sein wollen für eine bestimmte Zeit. Also ja. wenn es von der Denkform, der Wahrnehmung im Menschen nicht mehr darauf gezielt abgerufen wird, zu sagen, ja, wir leben in einer geprägten Welt, wo der Stärkere gewinnt. Mhm. Wo ich an mich denken muss, damit ich den anderen besiege. Ja, wenn ich das nicht mache, dann hat es der andere. Mhm. Wenn ich mir das nicht nehme, dann nimmt der sich das. Das ist die Denkstruktur, die hat sich in der Zeit, in der wir leben, als etabliert dargestellt. Damit will ich nicht sagen, dass jeder Mensch so denkt, aber das System ist darauf aufgebaut. Das Grundprinzip ist es, ja. Und das mhm. Grundprinzip ist darin enthalten. Das ist die Krankheit, die unser System innehat. Und darum fällt das auch auseinander. Das wissen auch die, die das kontrollieren. An der Stelle möchte ich den Menschen nochmal sagen, die auch mal wieder Fragen zu meinem Buch stellen. Warum preise ich das an? Warum habe ich das geschrieben? Was steht da genau drin? Solche Fragen kriege ich auch. Im Prinzip ist das, was ich jetzt gesagt habe, mit der Logik der eigenen Souveränität, das ist der Kern dessen, was ich in dem Buch versuche, zum Nachdenken anzuregen. Ja? Dass jeder Mensch, der da reinliest, der vielleicht noch die eine oder andere Frage zu sich selbst, mit sich selbst hat, oder die Dinge im Äußeren betrachten will, aus einer anderen Perspektive, angeregt wird. So wie unsere Salongespräche. Also da kann ich nur dazu nochmal sagen, liebe Zuschauer, wir haben hier nicht, das war nie das Vorhaben und die Planung, hier irgendeine Verkaufsshow zu machen oder irgendwas, weil das kommt ja auch mal der Vorwurf. Es geht darum, ich kann das einfach mit wirklich gutem Gewissen empfehlen, sich das Buch mal anzuschauen, sich damit mal zu beschäftigen oder auch zu bestellen, weil das eben, und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier neben Mike sitze und hier mir nicht traue, irgendeine Kritik zu üben, sondern einfach, weil es so undogmatisch kommt. Es kommt so undogmatisch rüber. Es gibt hier keine konkreten Handlungsanweisungen, mach das und das und dann wirst du glücklich oder irgendwas. Ja, ja, gibt es ja solche Lebensberaterbücher oder irgendwas, das ist es nicht. Das sind wirklich Anregungen. Ja? Und genau. Da kann sich jeder das rausziehen und sagt, das finde ich gut, das finde ich irgendwie, nee, das passt nicht für mich oder wie auch immer. Ja. Es ist einfach eine Erweiterung des Horizonts und ich kann es wirklich nur wiederholen. Es ist auch so angenehm zu lesen, weil es einfach nicht so lehrerhaft rüberkommt, so ungefähr, ich weiß es einfach, glaub mir einfach und tu das, was ich sage. Es ist nett, dass du das jetzt nochmal so aus deiner Perspektive erwähnt hast, ja. Für mich geht es darum, dass die Frage damit hoffentlich beantwortet ist. Ja, weil ich habe sie jetzt öfter gestellt bekommen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere Zuschauer jetzt wirklich da auch dieses Video gerade sieht, der die Fragen gestellt hat. Kriege ich auch, ja. Mhm. Ja, okay. Also das zudem, darum werden wir das auch immer wieder nochmal am Ende der Sendung präsentieren, dass jeder, der das noch nicht kennt, zumindest eine Chance erhält zu sagen, da denke ich mal drüber nach, das schaue ich mir vielleicht an. Aber zurück zum Thema dessen, was Souveränität ja durch unser Salongespräch die ganze Zeit zieht sich durch wie ein roter Faden, ja, ist ja das, der Aufhänger quasi. Durchzieht, ja. will ich nochmal sagen, wenn wir Menschen uns Gedanken darum machen, was andere Menschen mit uns machen,
dann ist das natürlich im privaten, dichteren Umfeld eine substanzielle Sache, die man tun sollte. Legitime Frage, ja. Aber jetzt in der Phase, in der wir uns jetzt befinden und die Salongespräche, die wir hier machen, da beziehe ich mich hauptsächlich oder wir uns darauf, was machen die, die uns hier von oben herab, wirklich von oben herab diktieren, was zu tun ist. Was machen die mit uns? Wie glaubhaft sind die? Wie glaubhaft sind Menschen, die sich vielleicht danach, wenn die schon nicht mehr da sind, hinstellen und uns dann wieder was erzählen? Und wie stehen wir überhaupt dazu, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt andere, die für uns denken? Und sind denn die, die für uns denken, wirklich so viel intelligenter als wir? Haben sie denn wirklich das Know-how, diese Position einzunehmen? Und stellen wir fest, dass das nicht der Fall ist, müssen wir denn wirklich 4 Jahre warten und die gleichen Protagonisten weiter ertragen, die immer nur das tun, was wir eigentlich nicht tun? In einem anderen Anzug, ja, genau. Ja, das sind doch Fragen, die man sich stellen muss, auch für die Zukunft. Meine Antwort ist schon klar. Nie mehr so ein System, Parteiensystem, nie mehr ein System, wo Menschen nicht abgewählt werden können, mit einer Zustimmung von so und so viel Quote der Menschen, die in diesem Land auch die wirklichen, sagen wir mal, Landesgenossen sind, die aus diesem Land stammen. Ja, ja. Da muss ich aber noch dazu sagen, jetzt vielleicht am Schluss, ich will mich nicht unbeliebt machen, aber das ist halt dann auch für mich dann schon wirklich viel zu wenig. Eigentlich ist es gar nichts. Ich will jetzt die Leute nicht beleidigen oder diskreditieren, aber es ist, man könnte es als ersten zaghaften Schritt, aber so wirklich nicht, die dann fordern, jetzt Regierung zurücktreten und Neuwahlen jetzt. Ja, ja, dann sagen wir, okay, da bist du bei eigentlich denen, noch nirgendwo. Ja? Da bist du bei denen, die jetzt auch sagen, Mann, jetzt ist das Benzin ja wieder preiswerter. Zwar nicht so preiswert genau. wie vorher, aber es wird aber ja immerhin. Besser. Es wird ja besser. Fühlt sich besser an. Es wird ja besser, genau. Wir kriegen jetzt einen Zuschuss, ja. Und, ach, die kommen auch noch, 300 Euro, die müssen auch noch versteuert werden, ja, übrigens. Ja, und begreifen nicht, dass das alles das Geld ist, was sie selber zahlen. Ja. Alles, was jemals von der Politik an uns gezahlt wird, ist immer das eigene Geld, was wir erwirtschaftet haben. Mike, es gibt Leute, die ernsthaft behaupten, dass der Benzinpreis subventioniert wird. Ja. Gut, lieber Mike, liebe Zuschauer, ich will noch mal kurz sagen, in der Beschreibung das gerade eben erwähnte Buch könnt ihr in der Beschreibung, habt ihr einen weiterführenden Verweis. Und wir haben es vor der Aufzeichnung heute noch mal kurz angesprochen, möchten wir uns auch noch mal, ich denke, Mike wird da genauso zustimmen, noch mal wirklich für das große Interesse. Wir sind da wirklich glücklich mit unseren Aufrufzahlen. Bei mir ging es auf YouTube auch wieder wesentlich besser. Und Gratulation, 100.000. Danke dir, mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Ja? Also, da gewöhnt man sich auch dran, aber momentan genießt man die Zeit, wo es besser läuft. Und nach wie vor Hut ab, dass ihr euch, liebe Zuschauer, hier die 1- bis 1,5-stündigen Formate so in so hoher Anzahl und mit so einer Treue euch hier das Interesse zeigt. Vielen Dank. Ja, also ich schließe mich dem an. Ich sage da auch herzlichen Dank, weil es für uns alle wichtig ist, eine Resonanz zu haben, genau. Zu spüren, aha, da ist anscheinend etwas, was nicht so falsch ist. Kommt was zurück, hier, genau. Was wir hier von uns geben. Und vielleicht heute noch zum Abschluss meine Thesen und These in den Thesen, die ich hier von mir gebe. Ich will das nicht runterspielen, dass es eine Zeit ist, wo Menschen sich immer mehr vielleicht unangenehm in so ein bisschen Angst bewegen. Habe ich volles Verständnis für. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist meine Sichtweise, dass die Dinge nicht so eintreten werden, wie sie uns prognostiziert werden im Moment. Dass es nicht zu diesem gravierenden Mangel kommt, den man uns noch jetzt vorgaukelt. Allerdings werden noch Dinge geschehen, mit Sicherheit. Aber die werden auch relativiert werden durch Dinge, die wieder positiv sind. Also wir werden Negatives wie Positives in dem Negativen erfahren. Man muss nur weiter an der Stelle offen bleiben und sich nicht unter Angst setzen in dem, was man da tut. Ob sich jetzt jemand eindeckt mit irgendwelchen Möglichkeiten, die er hat an Essen oder
Energie, wie immer er sie sich beschafft, ist natürlich jedem selber überlassen. Würde ich nie sagen, mach das nicht. Mhm. Ich sehe es für mich so, wie ich es gesagt habe. Aber nochmal, meine Sicht ist eine positive. Das will ich zum Abschluss nochmal in die Runde bringen. Ja? Mhm. Dazu zum Schluss, weil das finde ich ein tolles, für mich war das ein ganz wichtiges Ding, war überhaupt ein tolles Salongespräch, wie immer, aber diese Geschichte mit nicht nur das Negative sehen. Genau. Ja, diese Wahrnehmungsgeschichte. In dem Sinne, ja, Thomas. Richtig. Liebe Leute, lieber Mike, danke und Servus. Thomas, wieder, wie immer. Mich sehr gefreut, dich hier zu haben. Ja, freue mich aufs nächste Mal. Und an die Zuschauer, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.